Willkommen zu einer neuen Folge Mad Monday. Heute ist ein bisschen Grundlagenthematik angesagt, ein bisschen Theorie. Wie ihr wisst, ist ja dann nicht nur der Drucker entscheidend für das Ergebnis oder um ein gutes Bauteil rauszubekommen, sondern auch die Parameter. Heißt die Einstellungen, mit denen wir eben unseren Prozess ablaufen lassen. Ist ein sehr komplexes Thema, aber wir versuchen es euch mal auf der obersten Flugebene zu erklären und es wirklich auf die, auf die Grundlagen oder auf die wichtigsten Sachen zu reduzieren. Genau, und deswegen haben wir heute ein paar wichtige Parameter oder sind mit die wichtigsten Parameter eben im Prozess, die wir euch mal kurz erklären wollen. Genau, und zwar ist es zum einen die Schichtstärke, zweitens die Laserleistung, drittens Scangeschwindigkeit, viertens Edge-Abstand. Genau, und diese vier, vielleicht Fremdwörter, will ich euch mal kurz erklären. Hier ganz, ganz einfach dargestellt, haben wir ein Bauteil, das mal in der Mitte durchgeschnitten ist, ein sehr einfaches Bauteil wie ein Würfel. Und was man hier sieht, sind eben die waagrechten Schichten, die in dem Fall einen Abstand von 20 Mikrometer haben. Es gibt natürlich auch noch andere Parameter, die dann eine höhere Schichtstärke haben. In unserem Beispiel haben wir die 20 Mikrometer und Schichtstärke. Wenn wir von Schichtstärke reden, ist es eben der Abstand zwischen jeder einzelnen Schicht. Nummer 1. Das nächste ist die Laserleistung. Wenn man jetzt von der Schicht, also nicht auf die Schichten seitlich drauf schauen, sondern in die Schicht rein, dann haben wir hier, verhält sich wie folgt, dass der Laserpunkt, also der Schmelzpunkt, fährt auf verschiedenen Bahnen und die Laserleistung gibt vor, mit welcher Leistung eben auf der einzelnen Bahn verfahren wird. Das nächste wäre dann die Scangeschwindigkeit. Und die Scangeschwindigkeit sagt, mit welcher Geschwindigkeit eben unser Scanpunkt über die einzelnen Bahnen fährt. Und dann haben wir noch den sogenannten Hedge-Abstand. Das ist eben der Abstand zwischen jeder einzelnen Bahn. Also der Abstand von dieser Bahn zu dieser Bahn. Diese vier Parameter sind eben hauptverantwortlich dafür, dass die Teile vernünftig rauskommen. Also es ist ein Zusammenspiel zwischen diesen vier Parametern, plus noch ein paar andere Parameter, aber die sind eben sehr, sehr wichtig, dass das Bauteil vernünftig rauskommt. Genau, wenn man zum Beispiel die Laserstärke zu hoch wählt oder die Laserleistung zu hoch wählt, dann hat man zu viel Energie im Bauteil, was auch wieder nicht gut ist, weil es dann zu Porenbildung kommt und so weiter. Kann man sich nochmal vertieft mit beschäftigen. Aber für jeden Werkstoff muss man dieses Zusammenspiel der Parameter entwickeln, um zu einem optimalen Ergebnis zu kommen. Und es ist eben so, dass ein Parameter nie perfekt ist. Also man kann immer noch ein bisschen weiter optimieren. Es ist immer nur ein Zwischenstand und mit dem kann man eben möglichst auf ein mögliches Ziel hinarbeiten, zum Beispiel möglichst dichte Bauteile haben. Man mag es zum Beispiel möglichst schnell haben, dann macht man ein bisschen an der Scangeschwindigkeit oder am Hedge-Abstand optimiert man. Aber es ist eben wichtig, welche Zielsetzung hat man und dann ist es das Zusammenspiel dieser Parameter, um ein optimales Ergebnis für dieses Ziel zu erreichen. Genau, das war es soweit von der Theorie. Ich hoffe, es war nicht zu tröge und man konnte es nachvollziehen. Freut euch auf neue Folgen. Bis zum nächsten Mal.